Hello guys, and welcome back to a new video. Today I want to show you a kind of art. I made a video for my school. It's about Kafka. In Germany it's Kafka, die Verwandlung. And in English it's Franz Kafka, the Metamorphosis. Yes, that's right. And we made a video, so I got a grade. Is that right? I got a grade for this video. It was a creative task. So we can choose what we want to do with it. Our task for my group, it was just me and a friend, we just say what was Kafka's thought about this whole story. So we made a video. So I made a video where we was making the script together, and I made the video with my dog. And it was very fun. I have to do it very fast because the deadline was in a week or something. It was 1 year before, so 2022. And yes, I want to show you the video because I got 2 ones. So the grade was 1 and another 1. So it was very good. So said my teacher. She was very impressed about my videographic skills. I learned it, so I don't know. Yes, and that was it. So have a look on it, and I do not say anything after that video. I just play the video and then bye. I don't know, maybe you like it, maybe not, but tell me in the comments. I think it's really funny because my dog looks very funny. It's in German, so I'm sorry. I tried to make an honor title, but yeah, let's see. And enjoy. Bye. Kafka, die Verwandlung. Gregor wachte auf und bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Er war ein Ungeziefer. Ich kann meinen Körper kaum spüren. Was ist hier los? Ich kann nicht aufstehen. Seine Mutter klopft und fragt, ob er nicht schon längst aufstehen muss. Oh, wie schlimm. Ich muss unbedingt zur Arbeit. Ich bekomme sehr großen Ärger. Gregors Vater sagt, der Prokurist ist da. Dieser macht Gregor viele Vorwürfe und ist sauer. Ich verstehe nicht, wieso ich überhaupt noch für dieses Unternehmen arbeite. Hier wird man nur schlecht behandelt. Diese Arbeit bringt mich noch ins Grab. Der Prokurist unterstellt ihm, dass er Geld unterschlagen habe. Ich fasse es nicht, immer diese Anschuldigungen, wenn denen was nicht passt. Das macht einen fassungslos. Gregor kommt nach langer Wartezeit nun endlich raus und erschreckt mit seinem Zustand die ganze Familie und den Prokuristen. Der Vater scheucht ihn mit dem Besen wieder in das Zimmer. Was ist los? Ich wollte doch nur mit dem Prokuristen sprechen und jetzt rennen alle vor mir weg, nur weil man nicht mehr ganz derselbe ist? Gregor beschloss erstmal zu schlafen nach diesem Stress. Ein paar Stunden später, als er aufwachte, stellte er fest, dass Grete ihm Milch in sein Zimmer gestellt hat. Oh, meine liebe Schwester. Sie ist immer da und kümmert sich, egal wie oder wer man gerade ist. Nur irgendwie schmeckt die Milch aber sehr komisch. Sonst habe ich mich doch immer geliebt. Dieser Zustand verändert auch meine Vorlieben. Grete probiert aus, was Gregors Vorlieben sind, damit auch er seine individuellen Wünsche erfüllt bekommt. Meine Greta, sie sorgt sich so um mich. Nachdem Gregor über das verdiente Geld grübelt und wie jetzt die Familie versorgt wird, bekommt er mit, dass sein Vater immer Geld aufgehoben hatte. All die Jahre musste ich für dieses miese Unternehmen arbeiten. Unser Vater hat mich hintergangen. Er hatte immer noch Geld gehabt, dieser gierige Mann. Er hätte es wenigstens erwähnen können.
Die Situation bekommt Routine. Jeden Tag kümmert sich Grete um Gregor und er gewöhnt sich an seinen Zustand. Eines Tages hat Grete die Idee, Gregors Zimmer auszuräumen, damit er mehr Freiraum hat. Wieso räumen Sie jetzt mein Zimmer aus? Hier sind viele schöne Erinnerungen von mir. Ich möchte diese Dinge nicht vermissen. Ich muss versuchen, wenigstens das Bild zu retten. Es erinnert mich an meine eigentliche Menschlichkeit, den Bedürfnis nach Liebe. Bitte nehmt es mir nicht weg. Und während der Ausräumung sieht die Mutter Gregor und fällt deswegen in Ohnmacht. Der Vater kommt gerade nach Hause und fragt sich, was hier los ist. Als er verstand, dass Gregor an dieser aufgebrachten Situation schuld ist, bewirft er ihn daraufhin mit Äpfeln. So dass einer sogar in seinem Rücken stecken bleibt und Gregor damit verletzt. Mein Vater, er war nie der Beste zu mir. Ich war nur gut, um ihn zu versorgen. Er hatte nie viel übrig für mich. Dass er mich in meinen Zustand bewirft, spricht wieder für sehr für ihn. Jetzt bin ich nichts mehr wert. Ich bringe kein Geld mehr ein. Diese schlimme Situation und mein Vater zeigt kein Mitgefühl. Jetzt bin ich ihm völlig egal geworden. Ach, macht mich das traurig. Die Familie wird immer selbstständiger, findet Arbeit und alle packen mit an, um sich zu unterstützen. Um sich über Wasser zu halten, ließ die Familie drei Untermieter im Haus wohnen. Grete spielte die Geige. Der Klang der Musik lockt Gregor immer weiter hinaus aus seinem Zimmer. So dass die drei Herren ich bemerken und mit einer großen Aufstand den Mietvertrag kündigen. Grete wird bewusst, dass Gregor nur noch eine Last ist und äußert sich gegenüber der Familie diesbezüglich. Sie will, dass er stirbt. Oh nein, selbst mein liebes Schwesterlein liebt dich nicht mehr. Ich dachte immer, sie ist die Einzige, der man am meisten vertrauen konnte. Jetzt ist es amtlich. Ich bin als Mensch gestorben und ich habe hier auf dieser Welt nichts mehr verloren. Mein Dasein ist sinnlos. Ich mag nicht mehr leben. Gregor vegetiert in Trauer vor sich hin und stirbt kurze Zeit später.